Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 12. Oktober. Da sprachen sie zu Jesus: Wer bist du denn? Johannes 8, Vers 25. Drängend, spöttisch, notvoll, aufrichtig, suchend ist immer wieder diese Frage gestellt worden: Jesus, wer bist du? Es soll nur keiner sagen, diese Frage interessiert mich nicht. Die Bibel sagt, wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Es hängt also unser Leben daran, ob wir Jesus haben. Und darum müssen wir doch wissen, wer er ist. Wir müssen wissen, ob er wirklich Gottes Sohn ist, dieser Mensch, der über die Straßen Palästinas ging. Jesus, wer bist du? Luther sagt in seinem Katechismus: Wahrhaftiger Gott, vom Vater in Ewigkeit geboren, und auch wahrhaftiger Mensch, der von der Jungfrau Maria geboren, mein Herr. Die Vereinigung der göttlichen und der menschlichen Natur in Jesus ist eine Tat Gottes und unbegreiflich für die Vernunft. Aber die Vernunft muss sich beugen unter die Wirklichkeit. Überall im Leben Jesus sehen wir zwei Naturen. Wie ein erschöpfter Mensch schläft er in einem Schiff während des Sturms. Aber gleich darauf steht er an Deck und gebietet dem Meer und den Stürmen zu schweigen. Als Verbrecher stirbt er am Kreuz einen furchtbaren Tod, aber sterbend ruft er triumphierend: Es ist vollbracht, der Vollender unserer Erlösung. Als einen Toten legt man ihn ins Grab, aber sieghaft ersteht er am dritten Tag. Das ist wichtig für uns, denn nun ist er wirklich die Brücke zwischen Gott und Mensch. Nun überwindet er den Abgrund, der uns Sünder vom heiligen Gott getrennt hat. Nun ist er die Himmelsleiter, über die wir zu Gott kommen. Herr Jesus, lass uns dich immer besser erkennen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.